trauen sich, da weißt du überhaupt nicht, aber ich sehe gerade den Freund von Vanessa da vorne. Also macht einen großen Applaus bitte, herzlich willkommen. Wie gesagt, erstmal nochmal herzlich willkommen in Ennepetal. Du kommst aus Hamburg. Ja, richtig. Und dein Künstlername, da werde ich mir mal die Schneidezähne raus, wenn ich ihn aussprechen will. Skelesi. Skelesi ist doch eigentlich ganz einfach. Und ihr beide? Ja, da noch ein paar Fans. Und ihr beide macht jetzt eine Single, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Wann genau die jetzt erscheinen wird, das wissen wir noch nicht. Du hast mich schon geschickt. Schon als Hörprobe. Und sag mal, Vanessa, hast du sie kennengelernt durch die Arbeit? Über die Arbeit? Ja, wir haben uns, ich glaube, vor 3 Jahren war das circa. Also wir sind vor 4 Jahren. Ich mache schon 10 Jahre Musik, nichts Großes, aber halt ein bisschen was. Und sind wir zusammen für den Edwin Spettmarathon auch auf der Tour gewesen, 2 Jahre lang. Und so haben wir es ja kennengelernt, glaube ich, die Musik. Halt. Das heißt, du kannst es auch vor der Zeit, vor der DSDS-Zeit. Hast du irgendwas an ihr festgestellt, dass sie irgendwas verändert hat, positiv oder negativ? Ja, sie ist sicherer einfach geworden. Also, dass sie eine gute Stimme hat, war immer klar. Sie ist sicherer geworden auf der Bühne. Sie weiß, sie ist auch in Interviews sicherer geworden. Sie ist jetzt sie selbst. Also sie hat vorher sich selbst gesucht, jetzt weiß sie genau, wie sie sein soll. Und das Wichtigste ist, dass sie so geblieben ist, wie sie wirklich ist. Und so viel ist, ne? Das ist wichtig. Okay, super. Und da freuen wir uns sehr auf eure Single. Gibt es ja auch schon auf YouTube zum Beispiel zum Angucken, zum Ansehen, anhören? Nein, also es gibt ein Remake davon jetzt, das rauskommen soll. Das gibt es noch nicht zu hören, aber wir haben den Song ja vor DSS schon aufgenommen. Daher auch, weil wir eine große Publikum getroffen haben, auch weil ich hatte, ich glaube, wir hatten in einer Woche 30.000 Downloads, aber for free Downloads, ne, darf man nicht vergessen. Und daher haben wir gesagt, okay, machen wir neu, eine kleine Plattform, aber darauf aufmerksam. Aber nur zum Download halt. Also ich glaube, Vanessas Album ist an erster Stelle, dass da wirklich was für was Großes daraus machen. Okay, drücken wir auf jeden Fall auch fest die Daumen. Dankeschön und schön, dass du da bist.